Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es der Zufall will, werden wir heute das letzte Exemplar einer Drachenart zu sehen bekommen, dessen Vorfahren einmal unser Land in Angst und Schrecken versetzten. Meine Herrschaften, haben Sie alle die Filmkameras schussbereit? Sie brauchen keine Angst zu haben, wenn das Ungeheuer, das völlig harmlos ist, jetzt aus den Fluten des Teiches auftauchen wird. Da ist es, da ist es! Das Ungeheuer taucht auf! Ah! Sehen Sie sich das Ungeheuer an! Völlig harmlos! Und du kriegst sie doch mal richtig! Ja, natürlich! Das wird mein bestes Foto! Schade, die Drachen, die man auf den alten Stichen sehen kann, die sind viel angriffslustiger. Die speien Feuer. Das kann ich auch. Oh, mein schöner Freund! Was ist denn geschehen? Was hast du denn nun schon wieder angestellt, Papa? Ich verstehe dich nicht. Wie kannst du die Touristen so erschrecken? Es ist ja gar nichts geschehen. Nicht das Geringste. Ich habe den Touristen zu einem Erlebnis verholfen, das sie bestimmt nie wieder vergessen werden. Papa! Papa! Du bist unmöglich! Junge, du solltest für deinen Vater mehr Verständnis haben. Die Natur hat sich doch was dabei gedacht, als sie uns die Möglichkeit, Feuer zu speien, in die Wiege gelegt hat. Es ist unsere Lebensaufgabe, alles zu verbrennen, anzuzünden, zu verkohlen, alles in Flammen aufgehen zu lassen. Alles, was es gibt, wird von uns Drachen vernichtet. Nichts, gar nichts darf uns entgehen. Junge, gib mir den Blumenstrauß. Ja, Papa. Hier. Dem Andenken des Größten aller Großen. Wer ist denn das? Ach, du Unwissender. Das ist Max Sulfur, der berühmte Erfinder des Streichholzes. Dieses Genie wäre heute 100 Jahre alt geworden. Es ist nicht zu fassen. Ich feiere den Schutzpatron aller Brandstifter nicht. Ich werde lieber den Schutzpatron des Feuerlöschwesens ehren. Wie kannst du so lästern? Als Drache darfst du sowas nicht mal denken. Vergiss nicht, was ich dir so oft gesagt habe. Es darf in unserer Welt keine Brandstifter mehr geben. Die Welt braucht kein Feuer, die Welt will Blumen haben. Und ich sage dir, ich schäme mich, das Kind eines feuerspeienden Drachens zu sein. Ich werde alles tun, um das Feuer, das in mir schwelt, zu ersticken. Für immer. Es wird Zeit, dass wir Drachen ein soziales Gewissen entwickeln und dass wir unseren Beitrag zum Fortschritt leisten. Und was willst du, Schlaukopf, für diesen Fortschritt tun? Ich will Feuerwehrmann werden. Ach, das ist der Gipfel des Wahnsinns. Geh mir aus den Augen. Geh, geh, du aus der Art geschlagener Sohn. Auf Wiedersehen, Papa. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen? Mein Sohn, so will ich dich nicht wiedersehen. Erst musst du dieser unsinnigen Idee entsagt haben. Es ist herrlich, ein Drache zu sein. Ich muss wieder an die Arbeit. Ein Bus voller Touristen ist angekommen. Geh! Armer Papa, schlecht ist er ganz bestimmt nicht. Aber er denkt nur wie ein Drache und er empfindet wie ein Drache. Wie entsetzlich. Es ist besser, wenn ich nicht mehr an ihn denke. Ach, was sehe ich? Die Burg von Sir Cedric, meines Freundes und Wohltäters. Meine Güte, der kleine Drache ist schon wieder da. Wie froh bin ich, die Fahne MacDragoons wiederzusehen. Sie ist das Wahrzeichen der Drachen, das zum Zeichen des Friedens werden soll. Des Friedens und des Fortschritts. Was kann schöner sein als Frieden und Fortschritt? Fängt ihr schon wieder damit an? Hier ist eine andere Welt. Hier kann man frei atmen. Wann hörst du endlich damit auf? Ich habe ja nichts dagegen, dass du der Familie der Drachen angehörst. Du kannst woanders so viel Feuer speien, wie du willst. Aber ich werde es nicht länger dulden, dass ich immer wieder dein Opfer bin. Entschuldigen Sie bitte. Ich kann nichts dafür. Es ist aus Versehen geschehen. Du solltest endlich lernen, dich zu beherrschen. Ich habe in meinem Kleiderschrank kein einziges heiles Federkleid mehr. Es tut mir wirklich leid. Was habe ich davon, dass es dir leid tut? Dafür kann ich mir nichts Neues kaufen. Guten Tag, kleiner Drache. Oh, guten Tag, Sir Cedric. Meine Verehrung, Lady Rowena. Hallo, Stuffy. Na, mein kleiner Freund, was verschafft uns denn heute das Vergnügen? Ich bin gekommen, um bei Ihnen ein Handwerk zu erlernen, mit dem ich der Menschheit nützlich sein kann. Aha, das finde ich lobenswert von dir.
Sicher weißt du auch schon, was du werden willst, nicht wahr? Was ich werden will? Feuerwehrmann möchte ich werden. Ja, daran erinnere ich mich. Anscheinend hast du aber vergessen, dass ich dir gesagt habe, dass die Feuerwehr in meiner Grafschaft schon über genügend Personal verfügt. Oh je, ich wäre es so schrecklich gern geworden. Du musst nicht traurig sein, mein Kleiner. Es gibt viele schöne Berufe, die so nützlich sind wie der des Feuerwehrmannes. Mir ist einer eingefallen. Was ich gerne werden würde, wäre Damenfriseur. Aber mein Kleiner, ausgerechnet. Das ist ein Beruf, der viel feiner ist. Nein, das geht nicht. Wenn du Damenfriseur wirst, dann würde die Fahne des McDragoon ihren eigentlichen Sinn verlieren. Ja, das sehe ich ein. Der Drache des seligen McDragoon ist kein Symbol für die Friseurkunst, sondern für Mut im Himmel und auf der Erde. Jetzt ist es mir eingefallen. Ja, das will ich werden. Ich werde Admiral. Zu diesem Entschluss kann man dich nur beglückwünschen. Herzlichen Glückwunsch und Ahoi. Auch ich gratuliere dir. Ich werde mich bei meinem Vetter Lancelot von der Admiralität für dich verwenden. Ich werde ihn bitten, dich als Seekadett einzustellen. Danke, Sir Cedric. Ich werde ihn alle Ehre machen. So wurde unser Grisou dank der einflussreichen Empfehlung von Sir Cedric in die Seekadettenanstalt aufgenommen. Von Anfang an war Grisou sich darüber klar, dass er in der Marineakademie harte Proben würde bestehen müssen. Es musste sich erst erweisen, ob er für den Beruf des Seemanns geeignet war. In jenem ersten verwirrenden Augenblick, in dem er so schwer geprüft wurde, bewies Grisou sich und aller Welt, dass er einen eisernen Willen hatte. Ich beuge mich nicht. Eher will ich zerbrechen. Und er beugte sich wirklich nicht. Schon im ersten theoretischen Vorbereitungskursus hatte er sich mit den komplizierten Gesetzen der Hydrodynamik zu befassen. Auch die Einwirkung des Windes auf den Kurs eines Schiffes studierte er mit größtem Ernst. Wo seine Kameraden schnell aufgaben, war er erfolgreich. Fest wie ein Fels im Sturm blieb er bei dem Vorsatz, ein tüchtiger Seemann zu werden. Schiff ahoi, Seefahrt tut Not. Als er mit wenigen Kameraden zum Obermatrosen befördert worden war und für die Laufbahn des Signalgastes ausersehen wurde, ging er auch hier unbeirrt seinen Weg weiter. Das komplizierte Signalalphabet, das Geheimnis der Morsezeichen und die Kenntnisse des Codes stellten sich als Hindernisse auf seinen Weg. Aber Grisou überwand alles. Auch wenn ein letzter Rest von Angst ihn vor der größten Hürde erbeben ließ, er erinnerte sich daran, dass ein Drache noch vor keiner Gefahr zurückgeschreckt war. Nichts machte ihm Angst, auch nicht der Blick in eine endlos scheinende Tiefe. Ein Drache kennt keine Furcht. Als er mit wenigen Kameraden zum Maat befördert worden war und zur Laufbahn für Steuerleute zugelassen wurde, ging er auch hier unbeirrt seinen Weg weiter. Wollte unser Held unter der Wucht von Sturzwellen und Orkanen aufgeben. Wind und Wellen setzten ihm so zu, dass er seinen Entschluss, Admiral zu werden, fast bereut hätte. Aber er hielt durch. Er hielt durch und nahm an einem Kursus für Artilleristen teil. Die unheimlichen Torpedos waren ihm bald kein Geheimnis mehr. Die kompliziertesten ballistischen Berechnungen waren für ihn ein Kinderspiel. Abwehr wurde seine Spezialität. So war Grisou bald der Beste der Besten. Sein unbeugsamer Wille, von zahllosen mörderischen Zerreißproben gehärtet, war eisern, war stählern wie der Rumpf seines Schiffes geworden.
Mit voller Kraft voraus war immer Grisous Lieblingskommando gewesen. Und mit voller Kraft voraus hatte er seine Laufbahn als Offiziersanwärter vollendet. Und jetzt, endlich, endlich, hatte er das ersehnte Ziel erreicht. Er hatte es geschafft. Eines wunderschönen Tages war es ihm gelungen, sich nach unsäglichen Mühen vom düsteren Drachenschicksal zu befreien. Mit sich und der Welt zufrieden, konnte er voller Stolz sagen, ich bin der erste Drache, der als Seekadett in der Flotte dient. Ein neues Leben erwartete ihn jetzt. Er wurde Kapitän eines Schulschiffes, mit dem er auf allen sieben Meeren kreuzen wollte. Aber da erinnerte sich Grisou seines Vaters. Im Augenblick des höchsten Glücks, bevor er in See stach, wollte er ihn noch einmal sehen. Mein Sohn! Aha, hat sich sein größter Wunsch doch erfüllt. Du bist Feuerwehrmann geworden. Nein, Papa, ich bin Seeoffizier geworden. Für mich bist du ein Drache, der sich verkleidet hat. Du siehst aus, als wolltest du zu einem Maskenfest gehen. Lass die Witze, Papa. Vor dir steht kein Drache und kein Feuerwehrmann, sondern der jüngste Offizier unserer Flotte. Komm! Siehst du, Papa? Mit dem Schiff gehe ich auf große Fahrt. Seht, Kameraden, da oben steht ja unser Kommandant! Kommandant! Unser verehrter Kommandant Grisou! Hip, hip, hip! Hurra! Meine tapfere Besatzung! Hip, hip, hip! Hurra! Mein Sohn! Du mein geliebter Sohn! Nur ein Drache aus unserer Familie war fähig, ein solches Schiff zu verbrennen und zu versenken. Oh je, was habe ich nur angerichtet? Du hast nichts angerichtet. Du hast die Taten deines Urgroßvaters übertroffen. Denn deinem Urgroßvater war es nur gelungen, eine kümmerliche Fischerwaage von Lord Halibut zu verbrennen. Hey, hey, Grisou, was ist? Wo willst du hin? Papa, tu mir einen Gefallen, sei bitte still. Still sein? Nein, alle Welt soll von meinem Glück erfahren. Entschuldige, Papa, aber ich werde Feuerwehrmann. Ein Feuerwehrmann! Feuerwehrmann, ja, das werde ich! Das ist leichter gesagt als getan. Aber wer wagt, der gewinnt. Auch wenn er nur ein kleiner Drache ist. Eines Tages werde ich zu meinem Vater zurückkommen und werde sagen, guten Tag, lieber Drachenvater, jetzt bin ich ein Feuerwehrmann. Ach was, man darf nur nicht die Geduld verlieren. Diesmal muss ich es schaffen. Diesmal muss ich ein Feuerwehrmann werden. Die Hauptsache ist, dass mir nicht wieder ein Feuerstrahl entfährt. Hey, Grisou, Tordo möchte sich gern von dir verabschieden. Er möchte sich verabschieden? Ich bin schon da. Sie wollen sich verabschieden? Wo wollen Sie denn hin? Etwa verreisen? Ja, ich will in den Süden fliegen. Ich würde auch gern mal eine Auslandsreise machen, Sie glücklicher. Also dann auf Wiedersehen. Im nächsten Frühling sehen wir uns wieder. Passen Sie unterwegs gut auf sich auf. Wiedersehen! Du meine Güte. Grisou, was hast du wieder angestellt? Das wollte ich nicht. Es ist mir so rausgerutscht. Zum Donnerwetter, nimm dich zusammen. Oh, hoffentlich haben sie sich nicht verletzt. Allerdings, aber ich habe mich schon längst daran gewöhnt. Bei diesem Dummkopf muss man ja auf alles gefasst sein. Ich muss für meinen Sohn um Entschuldigung bitten. Es ist ausgeschlossen, dass Sie in diesem Zustand in den Süden fliegen, Herr Tordo. Ich habe eine Idee. Bleiben Sie doch bei uns. Sie brauchen hier im Winter auf keinen Fall zu frieren. Feuer haben wir genug. Das ist wahr. Danke, Freunde. Aber meine Beine sind ja noch in Ordnung. Ich versuche zu Fuß in den Süden zu kommen. Aber... Bitte sei still und rede erst wieder, wenn ich hinter der nächsten Ecke verschwunden bin.
Nun ist er verschwunden. Was sollte er auch bei jemand, der so wenig Sinn und Verstand hat wie du? Papa, du weißt doch, wenn ich aufgeregt bin, dann... Wann wirst du endlich begreifen, dass man sich beherrschen muss? Du hast völlig recht. Ich bin ihm nicht geeignet, ein Leben als Drache zu führen. Deswegen will ich ja auch so gerne ein Feuerwehrmann werden. Armer Papa. Er ist herzensgut, aber er ist ein Drache. Leider nur ein Drache. Eines Tages wird er einsehen müssen, dass ich nur die besten Absichten habe. Grisou, sei so gut, geh von dem Loch dort weg. Oh, entschuldigen Sie. Bitte schlagen Sie. Meisterhaft, Sir Cedric, ich gratuliere. Mein lieber Grisou, ich nehme an, du bist zu mir gekommen, um mich wieder einmal zu fragen, ob Sie mir erlauben, der Feuerwehrmannschaft Ihrer Grafschaft beizutreten. Das habe ich natürlich geahnt. Darum habe ich für dich schon im Voraus ein Empfehlungsschreiben ausgefertigt. Für die Feuerwehr? Nein, für unser Raumfahrtzentrum. Sie empfehlen mich an das Raumfahrtzentrum? Wofür brauchen die einen Feuerwehrmann? Natürlich brauchen sie Astronauten, die sie in den Weltraum schicken. Und keine Feuerwehrleute. Wenn du dich ranhältst, erwischst du noch die Maschine um 17 Uhr. Ich habe schon einen Flugschein für dich gelöst. Nun geh, mein Kleiner, und lege Ehre für uns ein. Ja, Lady Rowena. Schreib uns mal eine Ansichtskarte. Selbstverständlich. Glaubst du nicht, dass Astronaut ein zu gefährlicher Beruf für ihn ist? Aber nein, ich finde, dass Grisou ein intelligenter kleiner Bursche ist. Sollte er in eine gefährliche Lage kommen, wird er sich schon herauswinden. Jetzt wollen wir unseren Tee trinken. Aber gern, mein Lieber. Fabelhaft, fabelhaft. Freiwillig, Herr Grisou, lassen Sie sich dort in diesem Büro einschreiben. Ja, Herr Professor. Sie scheinen nicht bemerkt zu haben, dass Sie einen Drachen als Freiwilligen haben. Sie dürfen doch keinen Drachen zum Astronauten machen, nur weil Sie Sir Cedric gefällig sein wollen. Das will ich auch gar nicht. Ich habe die Absicht, ihn bei meinem Projekt zu verwenden. Grisou, können Sie mich hören? Ja. Dann werde ich Sie jetzt im Zustand der Schwerelosigkeit testen. Achtung! Oh, ich schwebe, ich schwebe! Ich frage mich, wie Sie so ein Experiment in einem halben Tag schaffen. Jeder andere würde dazu einen Monat brauchen. Sehen Sie sich das an. Schwerkraft. Schwerelosigkeit. Schwerkraft. Schwerelosigkeit. Schwerkraft. Schwerelosigkeit. Schwerkraft. Und jetzt zeige ich Ihnen den nächsten Test, Herr Professor. Sagen Sie, was wollen Sie mit dieser radikalen Prüfungsmethode erreichen? Entweder finde ich auf diese Weise für Ihr Projekt einen geeigneten Astronauten, oder ich muss Ihnen zu meinem Bedauern mitteilen, dass sich die Sprengung des Planeten Sulfur aus Mangel an geeignetem Menschenmaterial nicht durchführen lässt. Alles einschalten, es folgt der Hitzetest. Aber kochen werden Sie ihn doch hoffentlich nicht. Es lässt sich leider nicht voraussagen, welche Temperaturen er beim Betreten des Planeten Sulfur vorfinden wird. Ach du meine Güte. Achtung, ich schalte jetzt ein. Die Temperatur wird ganz allmählich gesteigert. Der ist ja völlig hitzebeständig. Jetzt lächelt er sogar dabei. Jetzt scheint er eher traurig zu sein. Ich friere. Na, sehen Sie. Und nun zeige ich Ihnen den Meteoritentest. Oh Gott, ist das hier entsetzlich. Nur nicht aufgeben. Ich muss es schaffen. Ich muss es schaffen. Grisou, hören Sie auf, Reden zu halten. Dafür fehlt uns hier die Zeit. Zum Donnerwetter, wie lange dauert denn dieser Test? Aber das ist ja Tierquälerei. Das ist es nicht. Ich finde es durchaus nicht schlimm. Bis jetzt sind diese Tests noch von jedem überlebt worden. Trotzdem finde ich das reichlich übertrieben. Unglaublich. Jetzt starte ich die Zentrifuge mit Höchstgeschwindigkeit. Ich möchte nicht, dass unser Tee kalt wird. Ach, hätten Sie mich doch lieber Feuerwehrmann werden lassen. Es hilft nichts, ich muss es durchstehen. Ich werde Ihnen vorlesen, was die Nachrichten aus der Grafschaft über unsere Wissenschaftler schreiben. Zurzeit stecken die Physiker mitten in den Vorbereitungen zur Erforschung des geheimnisvollen Planeten Sulfur. Ursprünglich war im Forschungslaboratorium befürchtet worden, dass man die geplante Mission nicht durchführen könne. Es war niemand gefunden worden, der die Tests für angehende Astronauten aushalten konnte. Jetzt hat man einen solchen Bewerber entdeckt. Sein Name ist Grisou. Es ist der Sohn des Drachen Fume, der weit über die Grenzen der Grafschaft bekannt ist. Oh, mein Grisou, mein Sohn. Schon morgen startet das neue Raumschiff. Zum Glück habe ich auch den wollenen Pullover gleich fertig, der unseren tapferen Astronauten Grisou vor der kosmischen Kälte schützen soll. Wie gefällt er Ihnen denn? Er ist entzückend, Lady Rowena. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie sich die Mühe gemacht haben. Das war doch selbstverständlich, Herr Fume. Sie wissen ja selbst, wie lieb ich unseren kleinen Grisou habe. Also dann, der entscheidende Augenblick ist gekommen. Wenn ich es auch nicht erreicht habe, Feuerwehrmann zu werden, so bin ich doch der erste Drache, der als Astronaut den Weltraum erobert. Herr Assistent, sind alle auf den Plätzen? Ja, das Armaturenbrett sitzt nicht ganz fest. Ich habe es mit Klebeband befestigt. Na, hält denn das auch?
Haben Sie die Tür von der Astronautenkabine repariert? Ist wieder in Ordnung. Ich habe einige Windungen Draht um die Türklinke gewickelt. Aber das kann doch den Erfolg des Unternehmens in Frage stellen. Na, wenn schon. Sie glauben doch nicht etwa, dass dieses idiotische Unternehmen eine Aussicht auf Erfolg hat? Es könnte sein. Wer weiß. Vielleicht klappt es doch noch. Gut, dann wagen wir es. Alsdann im Namen der Wissenschaft. So. Leb wohl. Leb wohl, mein lieber Sohn. Wieso? Hören Sie mich? Wie geht es Ihnen? Ja, ich höre Sie. Es geht mir ausgezeichnet. Anscheinend ist aber in der Raumkapsel die Tür aufgegangen. Es sieht hier drin ganz entsetzlich. Es scheint alles gut zu gehen. Aber er hat doch vorhin gesagt, dass die Tür aufgesprungen sei. Da haben wir den Salat. Ich hätte wohl doch noch mehr Draht um die Kabinentür wickeln müssen. Das war zu wenig. Die Dummkopf! Sie hoffnungsloser Idiot! Obwohl eine Tür herausgefallen ist und das Armaturenbrett wackelt, verläuft der Flug des Raumschiffes ganz nach Plan. Dank der hervorragenden Leistung des Astronauten Grisou, der die bedauerlichen Mängel des Raumschiffes durch seine außergewöhnlichen handwerklichen Fähigkeiten immer wieder auszugleichen versteht. Ach, je, jetzt habe ich bald keinen Bindfaden mehr. Hoffentlich geht an dem Raumschiff nicht noch mehr kaputt. Nachdem der Bordcomputer ausgefallen ist und nachdem auch andere sehr wichtige Apparaturen an Bord nicht mehr funktionieren, nimmt der Astronaut Grisou alle Flugberechnungen mit etwas Glück nach Gefühl selber vor. Das sind 10 Millionen Flugkilometer in der Sekunde, weniger 4 Millionen geht nicht, borge ich mir eins. Die weiche Landung auf dem Planeten Sulfur müsste heute gegen 10.30 Uhr stattfinden. So, Donnerwetter, was ist denn das? Auch die rückwärtige Düse funktioniert nicht. Das ist doch wirklich eine riesige Schlamperei. Na, wollen wir sehen, was sich da machen lässt. Teilen Sie Ihren Lesern mit, dass wir es geschafft haben. Die Landung auf dem Planeten ist geglückt. Der Astronaut hat es geschafft. Hätten Sie den tapferen Grisou nicht als Astronauten, wäre diese Landung niemals gelungen. Ich würde gerne wissen, in welchem Zustand sich unser Grisou jetzt befindet. Hoffentlich kehrt er heil zurück, um uns das berichten zu können. Im Namen meines Vaterlandes und der übrigen Menschheit und zur Erinnerung an die erste Landung auf dem Planeten Sulfu pflanze ich diese Fahne auf. Ich, Grisou, den die Natur dazu bestimmt hatte, das niedere Leben eines feuerspeienden Ungeheuers zu führen. Ich, Grisou, habe es erreicht, zum Fahnenträger des Fortschritts zu werden. Alle Welt soll an meiner heroischen Tat teilhaben. Ich gestehe gern zu, dass mich in diesem Augenblick Rührung ergriffen hat. Oh Gott, wieder ist mir das Feuer rausgerutscht. Der Schwefel hat sich entzündet. Das Feuer breitet sich immer weiter aus. Schnell zurück zur Erde. Es ist nicht zu fassen. Der Planet ist in Auflösung begriffen. Einer der Satelliten wird von der Schwerkraft des Planeten nicht mehr angezogen und entfernt sich von ihm. Und wo ist das Raumschiff mit Grisou? Hoffentlich ist er rechtzeitig gestartet. Sollte ihm etwas geschehen sein, trösten wir uns damit, dass jede Wissenschaft Opfer fordert. Ihre Auffassung ist ja schon kriminell. Der Satellit des Planeten Sulfur nähert sich rasend dem Planeten Dulcinea. Wie entsetzlich, der gesamte Kosmos ist im Begriff, sich selbst zu zerstören. Rette sich, wer kann! Diese Fachidioten hätten eine solche Katastrophe noch voraussehen müssen. Rowena, ich finde die Veränderung des Schwerkraftfeldes für die leidgeprüfte Menschheit mehr als unangenehm. Man ist ja unter diesen Umständen nicht mehr in der Lage, seinen Tee zu trinken, ohne sich die Hose zu bekleckern. Ja, seitdem sich der Neigungswinkel der Erdachse geändert hat, hat man keine Ruhe mehr. Wir sollten uns beschweren. Nein, wir dürfen nicht die Geduld verlieren. Die Wissenschaftler haben errechnet, dass sich innerhalb einer Woche der ursprüngliche Zustand wieder einstellt. Hoffen wir es, mein lieber Cedric. Mein armer Grisou. Du willst also nicht, dass ich allen Leuten von deiner Rückkehr zur Erde erzähle? Nein, Papa, bitte nicht. Ganz wie du willst, Söhnchen. Werfen wir den alten Kram in den Teich. So, das ist erledigt, mein Sohn. Nun musst du aber auch nicht mehr traurig sein. Dass die Sache schiefgegangen ist, ist nicht deine Schuld. Doch ja, ich habe ihm wieder einmal nicht genug aufgepasst. Was heißt denn aufpassen? Bist du ein Drache oder bist du es nicht? Was haben denn diese Leute von dir erwartet? Ich gebe euch mein Ehrenwort, wenn ihr es wagen solltet, hierher zu kommen, dann lege ich euch in Schutt und Asche. Ach du mein lieber Grisou, du bist wieder zu deinem Vater zurückgekehrt. Grisou, ich bin gerührt. Na, Grisou, wo steckst du denn? Hier, Papa. Ich gehe wieder zu Sir Cedric zurück. Oh nein. Du willst doch nicht schon wieder darum bitten, als Feuerwehrmann eingestellt zu werden. Ganz gewiss werde ich ihn darum bitten. Aber ja, Papa, du weißt doch, dass ich Feuerwehrmann werde. Ich werde Feuerwehrmann, ich werde Feuerwehrmann, ich werde Feuerwehrmann.
Mann!